Hallo, liebe Golffreunde, hier ist Christoph Bausek von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Hier aus dem wunderschönen Golfclub Linz St. Florian auf der Tillisburg. Und es ist schon eine Zeit her, als ich meine letzte Live-Session gemacht habe. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit gehabt, dank euch. Ich habe es mir so eingeteilt, dass ich wirklich, wirklich, wirklich viel gearbeitet habe. Und haben wir gedacht, jetzt ist kurz Zeit für eine weitere Live-Session einmal, ja, bevor die Saison zu Ende geht. Und ich habe nicht viel Zeit, aber ich habe mir gedacht, wir könnten dann doch ein ganz kurzes, aber knackiges Thema durchgehen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe früher oft gelesen in Zeitungen oder in Golfvideos gehört, dass man, wenn man am Ende des Aufschwungs hier oben ist, dass man dann, warte, ich gehe ein bisschen weiter weg, dass man das sehen kann vielleicht. So, ich hoffe, so sieht man das ein bisschen besser. Das komische Ding, was da hängt, ist mein externes Mikrofonkabel, also nicht bieren lassen bitte. Also, wenn man hier oben am Ende des Aufschwungs ist, dass man dann kräftig mit dem rechten Fuß abdrücken soll. Ja? Das habe ich oft gehört schon, oft gelesen, und mich würde auch von euch interessieren, bitte, ob das etwas ist, was ihr auch schon in eurem Golferleben öfters gehört habt. Bitte kommentiert vielleicht in der Kommentarsektion unten und lasst mich wissen, ob das ein Schwunggedanke von euch jemals gewesen ist oder ob ihr das jemals probiert habt zu machen. Auf alle Fälle möchte ich sehr gerne, Moment, ich habe Ihnen kurz mein iPad nur, damit ich ein bisschen sehe, was hier passiert. Auf alle Fälle habe ich die Kommentare muss ich leider später lesen. Ja. Ja, auf alle Fälle möchte ich kurz darüber reden, ob man das tun soll oder nicht. Ja. Also ob man die von sich im rechten Fuß abdrücken soll. Ja. Und es ist inzwischen so, ich habe mich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Biomechanik beschäftigt, sehr viel mit den 3D-Westen, mit den Bodendruckplatten. Bin total verliebt in meine Smart to Move Platten, die ich täglich für den Golfunterricht verwende, und da sehe ich natürlich jeden Tag, auch wenn Pros zu mir kommen und bessere Spieler, was passiert da, wo drücken die wann, wohin. Und ja, und ich möchte ganz kurz meine Meinung dazu sagen und meine Empfindungen, ob man sich vom rechten Fuß abdrückt. Okay? So, und es ist so, dass. Moment. So, also die Sache ist folgende. In den meisten oder in allen guten Pro-Schwüngen, die man auf der Tour sieht, ja, oder alle Leute, die den Ball gut treffen, ist es so, sobald sie hier wegschwingen, ist ungefähr, wenn sie den linken Arm, ja, circa hier oder kurz vor parallel, bei parallel ungefähr sind, haben sie die sogenannte Gewichtsverlagerung nach rechts. Mir gefällt das Wort Gewichtsverlagerung nicht, aber sie haben den Druck in die rechte Seite, den maximalsten Druck in die rechte Seite gegeben, den sie jemals in diesem Schwung noch machen werden. Das heißt, die fangen an, keine Ahnung, mit 50-50 oder leicht, viele sind leicht links schon, mit 54-53% auf der linken Seite. Und bis der Schläger ungefähr hier ist im Aufschwung, ja, circa hier, sieht man bei vielen Pros, dass sie zwischen 60 bis, ich sag mal, Hausnummer 85% in die rechte Seite verlagert haben. Die Frage ist das eine bewusste Bewegung? Das kommt drauf an, aber ich glaube, alleine der Fakt, dass der Schläger, wenn man den Schläger nach rechts bewegt, ist so viel Masse rechts, dass man automatisch Druck am rechten Fuß bekommt. Und man, wenn man die Wirbelsäule zwischen den Füßen lässt, dann hat man normalerweise bereits Druck am rechten Fuß. Ja? Das heißt, die haben den meisten Druck am rechten Fuß, bevor der Schläger überhaupt wahrscheinlich schon, ja, bevor die Hände überhaupt schon bei Arm parallel sind. Das heißt, ab diesem Moment, das ist noch im Aufschwung bitte, werden die besten Ballstriker, und ich habe wirklich viele, viele Pros auch schon bei mir gehabt und habe das immer wieder gesehen, sie werden spätestens hier beginnen schon ihren Druck in die linke Seite zu transferieren. Und bis sie ungefähr bei
mit dem linken Arm im Abschwung bei parallel sind, das ist der Abschwung schon, ja, haben Sie bereits meistens schon so 70%, 75%, 80% bereits auf der linken Seite. Das heißt, Sie sind schon sehr früh fertig mit dem sogenannten Shift, Pressure Shift, Weight Shift, Gewichtsverlagerung, nennt es wie ihr es wollt. Sie haben auf alle Fälle schon ca. 75% mehr oder weniger auf der linken Seite. Das heißt, Sie sind bereits sehr früh fertig. Ab dem Moment bis zum Ball wird da nicht mehr viel dazu kommen. Das heißt, in der Phase, wenn Sie bereits im Abschwung sind, sind Sie bereits in einer Linksbewegung und es ist nicht viel Druck, gar nicht viel Druck am rechten Fuß. So, und jetzt wird die Frage sehr, sehr, sehr kritisch. Ja? Woher kommt diese Linksbewegung? Also ich glaube, die Linksbewegung kommt daher, weil wenn man kurz reindrückt im Boden, dann ist nach dem Newton dritten Gesetz, das sagt immer, wenn man irgendwo in die Kraft hineingibt, kommt es in die Gegenrichtung zurück. Das heißt, wenn ich in den Boden hineindrücke, drückt mich der Boden zurück. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt aufschwinge und ich drücke den Boden rechts, werde ich nach links swayen, rutschen, wie auch immer. Jedenfalls, ich komme nach links rüber. Aber ich will nicht sagen, dass das eine aktive Druckbewegung aus dem rechten Fuß ist. Und schon gar nicht passiert das erst bei Beginn des Abschwungs, sondern es beginnt schon wesentlich früher. Also schon ungefähr hier ist schon diese Bewegung, wo man nach links geht. Ja? Das heißt, man sieht dann so schön auf den Bodendruckplatten dann, dass dann der Druck dann auf den linken Fußballen geht hier und dass da ungefähr schon 75% dann drauf sind, wenn man mit dem linken Arm parallel sind. Und dann ungefähr, wenn der Arm circa zwischen hier und hier ist, ungefähr in dem Bereich, beginnt dann die Bodenreaktionskraft zu wirken. Das heißt, der Körper streckt sich, man springt quasi aus dem Boden, man streckt das linke Knie, man fängt an, mehr oder weniger sich zu strecken, zu springen, gegen den Boden zu drücken. Und das ist dann das, wo man dann beginnt, die Schwerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen. Das heißt, wenn irgendwer drückt, meiner Meinung nach, also aktiv drückt oder unterbewusst drückt, wie auch immer man das sehen will, ja, dann ist es der linke Fuß, wenn überhaupt. Ja. Wobei die meisten Spielern, die das machen, ist es gar nicht bewusst, glaube ich, dass sie es überhaupt machen. Ja. Rechts, nachdem der Transfer schon viel früher nach links passiert ist, glaube ich, ist es, wenn jemand am rechten Fuß da was spürt, noch Ende Aufschwung und drückt, dann ist er nicht in der linken Seite, dann hat er wohl ein kleines Problem mit der Sequenz. Ja? Und wird verwendet sozusagen seinen Unterkörper nicht optimal. Ja, das heißt, meine Antwort ist nein, man drückt nicht mit dem rechten Fuß im Abschwung, man leitet das nicht ein. Was ich jedoch ab und zu sehe bei den besseren Spielern, die ich unterrichte, den besseren Pros, ist, wenn sie zum Beispiel jetzt hier in der Phase sind, dass sie den linken Fuß gegen den Boden drücken und springen, unterstützt manchmal der rechte Fuß den linken dabei, wobei das nur ganz gering ist. Und es passiert erst ungefähr ab von hier bis hier, also ganz, ganz spät. Das heißt, wenn ihr hier oben seid und sagt, jetzt muss ich rechts drücken, dann wird sie wohl diese Bewegung bekommen. Die linke Hüfte wird hochgehen, die rechte runtergehen, ihr werdet hinten hängen bleiben und dann diese super, super Snap-Hook schlagen oder Blocks rechts weg, oft den Boden vorher reinhauen, einen Haufen Länge verlieren. Und man muss verstehen bitte, dass es gibt eine Seitenneigung im Golf. Das ist einerseits die Schultern können seitgeneigt sein, die linke Schulter ist tief. Und auch die linke Hüfte ist tief im Aufschwung, rechte Hüfte ist hoch im Aufschwung. Hier. Und wenn die im Übergang sind, besten Ballstriker, bleiben sie noch kurz ein bisschen in dieser Seitneigung links. Ja? Also das Becken bleibt links geneigt und der Oberkörper bleibt links geneigt. Und erst später, wenn die Arme erst ungefähr bei der rechten Hosentasche ungefähr sind, dann dreht sich das alles erst in eine Rechtsneigung um. Also erst viel, viel später. Und wenn man jetzt hier anfängt, von hier oben sofort die rechten Fuß zu drücken, bekommt man maximal diese,
diese frühe Seitbeuge nach rechts. Und meine Schüler, die ich unterrichte, wissen, dass ich das nicht sehr gerne sehe. Und ja, und wie gesagt, ich finde, den rechten Fuß, mit dem rechten Fuß abzudrücken im frühen Abschwung, keine gute Idee. Juli, gerade irgendwelche Szenarien, welche Schwungfehler jemand haben könnte, wo das helfen könnte, aber mir fällt jetzt nicht mal irgendeine ein Szenario ein, wo von einer Art Schwung, wo das vielleicht doch gut wäre, aber egal. Ja, auf alle Fälle, glaube ich, war es das schon. Ich werde, glaube ich, ganz kurz noch schauen, ob irgendwelche Kommentare waren, ob es irgendwelche Fragen gibt. Gibt es Fragen? Der Helmut hat kommentiert, hat er so viel geschrieben, das muss ich nachlesen, leider. Danke fürs Kommentieren, Helmut. Ja, auf alle Fälle, wenn Sie kommentiert, es würde mich interessieren, ob das irgendwas ein Gedanke von euch war, eine Idee war, dass ihr euch vom rechten Fuß abdrücken wollt im frühen Abschwung. Ich lese natürlich gerne alle Kommentare durch und interagiere wahnsinnig gerne. Mir macht das Spaß, also bitte seid so frei und schreibt. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ihr so eine kleine Idee habt zu Live-Themen. Ich werde versuchen, das vielleicht wieder öfters zu machen in nächster Zeit. Ich habe leider sehr viel, oder Gott sei Dank, sehr viel Arbeit gehabt und bin nicht dazugekommen und entschuldige mich an dieser Stelle. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch noch eine kleine Übung zeigen, wo ich glaube, ich gehe noch ganz kurz da zurück, dass ich sehe, was da passiert. Eine ganz kurze Übung, die ich glaube ich euch geben kann, damit ihr ein Gefühl kriegt für diese Sequenz zwischen Aufschwung und Abschwung, wann man diese Druckverlagerung nach links machen soll. Ich schaue nur gerade im Bildschirm, ob ich voll drauf bin. Ich habe da ein bisschen ein Kabelproblem. So, ich glaube, das sollte passen hier. Okay. Wenn ihr eine gute Übung machen wollt, dafür dass ein Gefühl zu bekommen, dass ihr früh genug nach links kommt, dann würde ich euch vorschlagen, macht eine normale Ansprechposition. Dann geht ihr her, ihr könnt das auch mit einem Ball später machen, ich mache es jetzt ohne Ball. Und ihr gebt den linken Fuß zum rechten Fuß, wenn ihr Rechtshänder seid, beim Linkshänder natürlich umgekehrt. Und, warte, ich muss kurz am Kabel da zupfen, so. Und ich möchte, dass ihr Folgendes macht, dass ihr in dem Moment, wo der Schläger hier wegschwingt, ja, in dem Moment, wo es hier wegschwingt, wartet ihr nicht mehr lange und geht sofort in den linken Fußballen rein. Das heißt, ihr geht hierher, ihr schwingt los und fast zeitgleich ist es, nicht gleichzeitig, aber fast zeitgleich, Schläger beginnt, linker Fußballen, Schläger beginnt, linker Fußballen und dann schwingt ihr durch, okay? Linker Fußballen durch. Wichtig dabei ist auch bitte, dass ihr den Oberkörper auch nach links ein wenig mitnehmt. Das heißt, die Wirbelsäule immer zwischen den Füßen. Das heißt, nochmal, hier, bumm, siehst du, ich bin hier und nicht hier. Falsch wäre das, ja. Wichtig ist, bumm, nochmal, bumm. Das ist die Übung, die ich euch empfehle zu machen. Und ja, lasst mich wissen, ob das hilft. Also, das war Christoph Bausig von Progressive Golf. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann werde ich jetzt abdrehen. Schon noch ganz kurz auf mein iPad, ob irgendwas noch gekommen ist. Gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Likes gibt, aber wisst ihr, ich mag immer die mit dem Wow-Mond, da würde ich mich sehr freuen, gell? Also ein paar Wows würde mich sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Freunde, Bekannte habt, wo ihr das Gefühl habt, dieses Video könnte denen helfen, ihren Golfschwung, bitte seid auch so frei und teilt dieses Video, teilt die Message von mir quasi. Und wie gesagt, ich hoffe dann euch bald wiederzusehen, entweder hier auf Facebook Live oder ansonsten auf der Tillisburg. Also, mein Name war Christoph Bausig, ist immer noch Christoph Bausig von Progressive Golf, einfach besser Golf spielen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Bis bald. Ciao, ciao.